Nicht ein, nicht zwei, sondern gleich drei Bücher hat er mit und über Papst Benedikt den 16. geschrieben, der Münchner Autor Peter Seewald. Die letzten 15 Jahre hat er das Schaffen des Kardinals und späteren Papstes intensiv verfolgt. Für sein aktuelles Buch Licht der Welt durfte er den Papst sogar eine Woche lang auf seiner Sommerresidenz in Castel Gandolfo besuchen und interviewen. Sie haben gesagt, der Papst macht es Ihnen sehr leicht oder macht es einem sehr leicht, ins Gespräch zu kommen. Wie stelle ich mir das vor? Also er gibt einem die Hand, das ist ja wohl selbstverständlich. Er erwartet auch nicht, dass man ihm den Ring küsst. Eigentlich hat er dieses höfische zeremoniell abgeschafft, aber kaum jemand hält sich dran. Ich halte mich dran, ich küsse ihm nicht den Ring, gebe ihm die Hand. Er hat sich gleich entschuldigt, er hat eigentlich gesagt, also ich bin quasi nimmer so ganz so frisch oder jung wie vor 10 oder 15 Jahren. Aber wenn man dann neben ihm sitzt, dann merkt man, also er hat nichts verloren an seiner Liebenswertigkeit, an seiner Demut, an dem, wie er Menschen annimmt. Also er macht es einem ja ganz, ganz leicht, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Da hat man nicht irgendwie eine Bammel. Er ist ein sehr äußerst, äußerst liebenswerter Mensch, also in dessen Nähe man sich einfach wirklich wohlfühlt. Und ist also eine Sache jetzt wie bei unserem Interview gewesen, nicht anders eigentlich. Ja. Auch mit Kaffee, wie beim Interview jetzt? Nein, nur mit Wasser. Nur mit Wasser. Und die vatikanische Gastfreundschaft ist noch nicht so ausgeprägt, dass man da auch gleich vielleicht einen Kaffee hinstecken. Also mit trockener Zunge raus. Ja. Ich habe es ja auch gelesen.